Ja, und jetzt hören wir eine quasi Replik auf das gerade Gehörte, etwas, was den Dialog anfachen soll, von Professor Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker. Er ist Biologe, er ist Politiker, Umweltpolitiker, er ist Bestsellerautor und vor allen Dingen auch ein begnadeter Redner und einer der 100 einflussreichsten Denker der Welt. Hallo Ernst, da sehen wir dich schon. Ernst Ulrich von Weizsäcker war lange Zeit Co-Präsident des Club of Rome, daher kennen wir uns auch. Hallo Ernst. Ich bin im jungen Think Tank 30 des Club of Rome, du bist im Club of Rome und das ist eine Denkfabrik, die vor über 50 Jahren vor den Grenzen des Wachstums gewarnt hat und gesagt hat, so kann es im Prinzip nicht weitergehen. Also, dass die Menschheit vor schwerwiegenden Veränderungen steht, das ist schon eine ganze Weile klar. Aber letztendlich geht es weiter mit der Klimaerhitzung, mit dem Ressourcenverbrauch und auch mit dem Rückgang der Tier- und Pflanzenarten, mit der Vielfalt, die wir einfach haben. Ernst Ulrich von Weizsäcker trägt das große Bundesverdienstkreuz. Er hat den Deutschen Umweltpreis bekommen, den Theodor-Heuss-Preis, 3 Ehrendoktorate. Er setzt sich wirklich auf allen Ebenen, wissenschaftlich, politisch und eben mit seiner Stimme ein für die Nachhaltigkeit und dafür, dass sich etwas ändert. Es braucht eben nicht nur Warnungen, sondern ganz konkrete Lösungen. Und das promotet er letztendlich auch mit seinen Publikationen, unter anderem mit dem Bericht an den Club of Rome, Wir sind dran. Das hat viele Menschen bewegt. Wunderbarer Titel, ja, wir haben es in der Hand, wir können jetzt was verändern. Und sein aktuelles Buch heißt So reicht das nicht. Und deswegen die Frage, ja, wie kann es reichen, was reicht nicht und wie können wir es doch so schaffen, dass es reicht? Ernst Ulrich von Weizsäcker. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Tina, liebe Anwesende. Ich will aber erstmal anfangen mit einer Begeisterung dafür, dass ich mit Christoph Quarch in der gleichen Runde hier bin. Wir haben ja schon vor 25 Jahren oder so gemeinsam ein Buch gemacht. Und ich finde seinen Ausdruck Begeisterung für die Erde unglaublich richtig. Darüber müssen wir denken. Hat mich sehr gefreut. Nur unser Planet Erde ist schon ziemlich alt. Also sowas wie 2 Milliarden Jahre. Und die ersten 1,5 Milliarden, da war also Menschheit und Tiere und so fast nicht vorhanden. Dann aber kam plötzlich sozusagen innerhalb von wenigen Millionen Jahren eine neue Atmosphäre mit Sauerstoff in der Atmosphäre. Und dann haben Pilze aus den Ozeanen sich auf dem Festland festgesetzt. Und die Pilze waren im Grunde die Basis dafür, dass auf einmal Tiere und Pflanzen auf den, also nicht nur im Meer, sondern auf den Erden, denn auf der Erde, Europa, Amerika und so weiter, gedeihen konnten. Wunderbare Situation. Das war sozusagen der Beginn des Erdmittelalters, vor ungefähr 500 Millionen Jahren. Und es hat ganz gut funktioniert. Etwa 400 Millionen Jahre. Aber dann kam ungefähr vor 66 Millionen Jahren ein entsetzlicher Meteorit, der ist auf die Erde eingeschlagen und hat wahnsinnig viel kaputt gemacht. Und das war dann das Ende der sogenannten Kreidezeit. Und dann entstand langsam aus dem Gesundwerden nach dem fürchterlichen Meteoriten die Erdneuzeit. Das waren dann jeweils sowas wie 10 Millionen Jahre oder so. Die hat man dann verschiedene Namen gegeben. Und das letzte von den 7 Perioden war das sogenannte Holozän. Das war wunderbar.
seit ungefähr 20.000 Jahren. Und da fing es dann, das war auch das Ende der letzten Eiszeit. Und nun fing die Spezies Mensch Homo sapiens an, praktisch die ganze Erde zu durchpflügen. Das war der Beginn der Landwirtschaft und dann auch der Beginn von Städten, aber leider natürlich auch von Militär und so weiter und so weiter. Und diese Zivilisation war wunderbar gegeben, die Tatsache, dass normalerweise Frauen sowas wie 10 Kinder haben konnten. In der Steinzeit, vor 10.000 Jahren oder was, da mussten Frauen so viele Kinder gebären, weil sonst wäre die Menschheit sofort wieder ausgestorben. Aber in der Zwischenzeit sind wir gewissermaßen plötzlich zu einer Milliarde Menschen geworden. Und das war dann für die Natur gar nicht zum Begeistern. Da ist sehr viel kaputt gegangen. Und wir sind ja nicht bei einer Milliarde stehen geblieben. In der Zwischenzeit haben wir 8 Milliarden Menschen. Und 8 Milliarden Menschen sind leider für die Natur, für das Klima, für die biologische Vielfalt, auch für die Landwirtschaft, eigentlich eine Katastrophe. Wir müssen umdenken. Das, worüber heute weltweit eigentlich am meisten Sorge besteht, das ist das Klima. Wenn es auf einmal richtig heißer wird, sind zum Beispiel in den letzten Jahren sehr viele Wälder abgebrannt weltweit. Und die Ernten der Bauern sind an vielen Stellen vertrocknet. Dann gab es dann auch wieder Wasser, fürchterliche Geschichte, wir wissen das vom Ahrtal und so weiter. Übrigens in Pakistan war es viel, viel schlimmer und in vielen anderen Stellen auch. Alles wegen einer Erwärmung der Atmosphäre. Klimaschutz ist das heutige Thema, dringend nötig, um zu verhindern, dass es immer noch heißer wird. Im Jahr 2000 hat der Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen auf einmal ein neues Wort erfunden, nämlich das Anthropozän. Diejenige Zeit, das Zeitmaß, wo auf einmal nicht mehr das wunderschöne Holozän regiert, sondern wo der Mensch und die 8 Milliarden Menschen auf einmal den Erdball beherrschen und an vielen Stellen schädigen, insbesondere beim Klima. Und da hört dann natürlich die Begeisterung für die Erde ein gutes Stück auf. Also nochmal, ich bin dem Christoph, war ich sehr, sehr dankbar für dieses Wort. Unsere Generation und die kommenden Generationen müssen sich unbedingt wieder gewöhnen, die Erde mit Liebe zu beobachten und zu schützen. Aber was heißt denn nun Klimaschutz? Wir müssen verhindern, dass Waldbrände, vertrocknete Ernten und was noch am schlimmsten ist, ein Anstieg des Meeresspiegels. Inzwischen haben die Holländer, das liegt ja ziemlich niedrig, ungefähr, also zigtausende von Holländern haben jetzt angefangen, Wohnungen in Deutschland, vor allem in Norddeutschland, zu bekommen. Weil sie wissen, wenn das so weitergeht mit dem Anstieg des Meeresspiegels, dann geht Holland unter. Also Amsterdam und Rotterdam, was es da so alles gibt. Das ist eine Katastrophe. Und für Bangladesch ist es noch viel schlimmer.
Das sind dann 100 Millionen Menschen plötzlich unter Wasser. Eine Riesenkatastrophe durch die Erwärmung. Das müssen wir unbedingt versuchen zu stoppen. Aber jetzt kommt was ganz Schlimmes. Ich bitte, ein Bild zu zeigen, welches ich euch geschickt habe. Ja, das ist dieses Bild. Man hat schon vor ungefähr 10 Jahren ausgerechnet, dass der Wohlstand, den alle haben wollen, es gibt nicht ein einziges Land, das nicht mehr Wohlstand haben will. Und wenn ein Politiker sagt, wir wollen weniger Wohlstand, wird er sofort ausgewählt. Gar keine Chance. Alle wollen Wohlstand. Das wäre für sich genommen wunderbar. Aber die 8 kleinen Bilder zeigen, dass in den 8 wichtigsten Wirtschaftsbereichen je mehr Wohlstand entsteht, desto heißer wird die Atmosphäre. Links ist so eine Karikatur, aber das ist dieser grüne Pfeil. Also, je mehr Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, das sind die kleinen Pünktchen, das sind die verschiedenen Länder der Erde, die reichen Länder ganz rechts, die armen Länder ganz links, die armen Länder produzieren kaum eine Erwärmung der Atmosphäre, die Reichen aber machen das, einschließlich die Deutschen. Das muss dringend korrigiert werden. Das Bild brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Wir müssen dafür sorgen, dass der Wohlstand, den wir natürlich alle wollen, da ist gar kein Vorwurf, nicht mehr die Erhitzung mit sich bringt. Und da gibt es nun eine großartige Erfindung von Menschen. Während der sogenannten Ölkrise 1970er Jahre und so, war die Herstellung von Solarenergie, also Sonnenlicht und so, in den Nutzen wahnsinnig teuer. So für eine Kilowattstunde so etwas wie 100 D-Mark. Damals gab es noch die D-Mark. Unbezahlbar. Aber dann haben die Techniker angefangen zu merken, dass man das sehr viel billiger machen kann. Dann kam es schließlich im Jahr 2000 schon zu einer ganz beachtlichen Verbilligung. Plötzlich war das bezahlbar. Ich selber war Mitglied des Deutschen Bundestages in dieser Zeit. Und da hat mein Freund Hermann Scheer den Vorschlag gemacht, wir brauchen jetzt ein erneuerbare Energiengesetz, welches dazu führt, dass jemand, der auf seinem Dach oder auf seinem Acker oder sonst wo Photovoltaik oder Windenergie produziert, dann soll er dafür nicht ärmer werden, sondern reicher. Und genau das haben wir beschlossen. Und Hermann Scheer hat in einer Rede für die SPD-Fraktion gesagt, wenn wir das schaffen mit dem Erneuerbaren Energiengesetz, dann wird es von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr immer billiger. Damals kostete immer noch eine Kilowattstunde so etwas wie 2 D-Mark, also 1 Euro. Heute kostet die Photovoltaik ungefähr 5 Euro Cent. Und das heißt, es ist 20-fach billiger geworden. Vor kurzem war in Äthiopien eine Ausschreibung, welche Ingenieure und Firmen sind bereit, für uns Elektrizität herzustellen? Kernenergie oder Kohleenergie oder was es so alles gibt. Aber auch die Sonnenenergie durfte mitbieten. Und die haben gewonnen. Das heißt also, auf einmal ist Energie aus ökonomischen Gründen hauptsächlich
Photovoltaik. Und in dieser Richtung sollten wir versuchen, unsere Wirtschaft weg von diesem Schema, was ich gezeigt habe, in Richtung einer klimafreundlichen Energiepolitik. Aber es geht ja nicht nur um Energie, es geht um alle möglichen anderen Sachen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass das Ausbaggern von allen Metallen und ich weiß nicht was alles langsam zurückkommt. Da brauchen wir eine sogenannte Kreislaufwirtschaft. Auch da müssen wir sehr kräftig daran arbeiten, damit wir alle wieder mit frohem Sinn der Begeisterung für die Erde arbeiten. Vielen Dank. Wunderbar, lieber Ernst. Vielen Dank für deine Begeisterung. Und gerade das Stichwort Kreislaufwirtschaft zeigt ja auch, da lernen wir von unserem besten Lehrer oder besser unserer besten Lehrerin, der Natur. Ja, weil sie natürlich alles in Kreisläufen führt, wo es keinen Müll und keine Verschwendung gibt. Wir möchten das jetzt gerne tiefer mit Ihnen und euch diskutieren. Nutzen Sie dafür gerne den Chat und ich bitte auch gerne nochmal Christoph Quarch zu mir, damit wir einiges von, was auch schon im Chat jetzt gefragt wurde, mal vertiefen können. Es war ja so ein bisschen die Rede vom Ungeist des Homo economicus und auch des Homo faber, also die Geister, die teilweise die Begeisterung für die Natur und das Leben verringern. Und eine Frage, die uns im Chat erreicht hat, war tatsächlich, wie lassen sich Unternehmen, Unternehmer, Manager mehr für Natur und Leben begeistern, gerade wenn sie eher nur den, wenn auch manchmal grünen Profit im Kopf haben? Erstmal die Frage an Christoph, dann gern an Ernst. Hey, ich meine, zunächst mal sind Unternehmer und Manager auch nur Menschen und ich glaube, sie sind genau wie alle Menschen auch, ja, sie sehnen sich nach etwas, sie streben nach etwas. Es gibt etwas, das für diese Menschen auch wichtig ist. Und ich glaube, der Punkt auch nach dem, was Ernst Ulrich in seinen Charts gezeigt hat, ist ja der, was haben wir eigentlich für eine Idee von Wohlstand? Ja, wir gehen mal davon aus, Menschen wollen Wohlstand. Wohlstand ist sozusagen das Ziel, auf das wir alle hinarbeiten. Ich denke, da ist auch was dran. Aber die Frage ist halt, wie definieren wir tatsächlich Wohlstand? Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo man auch mit Unternehmern und mit Managern ins Gespräch kommen kann. Und das ist im Prinzip auch das, was ich so in meiner Arbeit versuche, wenn ich in Unternehmen unterwegs bin, doch einfach mal die Frage aufzuwerfen, ja, worum geht es uns denn wirklich? Geht es uns wirklich nur darum, Profit zu machen? Geht es uns wirklich nur um ökonomisches Wachstum? Oder geht es uns nicht auch um so etwas wie menschliches und humanes Wachstum? Und vielleicht müssten wir tatsächlich anfangen, auch unsere Idee von Wirtschaft und von Ökonomie, von Unternehmertum noch einmal grundlegend neu zu überdenken. Wenn wir uns in der Geschichte Europas anschauen, gerade in der Geschichte des ökonomischen Denkens, dann stellt man fest, wir haben eigentlich seit dem späten 17. Jahrhundert so als die Leitmetapher, die unseren Mindset prägt, die Idee, ein Unternehmen und auch die Wirtschaft im Ganzen funktioniert wie eine Maschine. Man pumpt eine Ressource rein, man hat einen Wertschöpfungsprozess und am Ende kommt ein Ertrag raus, in dem man permanent optimieren, maximieren, steigern kann und so weiter. Wenn ich mit Unternehmern rede, frage ich sie immer, wie wäre es denn, wenn wir mal aufhören, Unternehmen wie Maschinen zu denken, sondern wenn wir eine andere Metapher des Wachstums verwenden, nämlich den Garten. Und auch Gärten sind Orte des Wachstums, aber hier findet ein naturgemäßes Wachstum statt. Hier findet ein Wachstum statt, das nicht nur materiell oder monetär ist, sondern das auch menschlich ist. Aber diese Idee, Wachstum zu pflegen, Wachstum zu hegen, Wachstum naturgemäß zu kultivieren, die findet Resonanz bei Menschen, die in unternehmerischer Verantwortung stehen. Ich merke, viele Menschen sehen sich danach, gerade wenn sie eben auch in der Ökonomie unterwegs sind und sie leiden eigentlich darunter, von einem ökonomischen Mindset getrieben zu sein, von dem sie wissen, dass er weder ihnen noch der Welt gut tut. Ich möchte immer die Menschen bei ihrer Sehnsucht packen, da wo ihre Energie ist, wo ihr Herz ist. Und ich glaube, da steckt ganz viel Potenzial und vielleicht ist das der Beitrag, den man eben auch als Philosoph leisten kann, denn ich habe keine großen politischen Möglichkeiten. Aber wenn Politik und Philosophie und Kulturschaffende an dem Punkt zusammenarbeiten, haben wir, glaube ich, das Vermögen, auch in der Welt der Unternehmen einen echten Paradigmenwechsel möglich zu machen. Das knüpft auch wunderbar an einer der Chatfragen, die fragte, können wir die Renaissance neu denken? Also inwiefern lässt sich dieser ja, Mindset-Shift-Wechsel, also diese Änderung dieses Geistes einmal neu definieren? Und vielleicht eben auch in Verbindung mit diesem Konzept des Anthropozän, Ernst Ulrich, das du genannt hattest. Und du als Physiker und Biologe verbindest ja im Prinzip auch beides und dann auch ganz praktisch mit Umweltpolitik, mit wirklich Wirkung. Wie blickst du darauf? Du hast ja auch, glaube ich, die neue Aufklärung gefordert, ne? Ja,
Die alte Aufklärung war großartig. Im Moment wird ja Immanuel Kant ungeheuer gefeiert, mit recht, 300 Jahre. Aber wenn man mit Afrikanern redet, dann ist die alte Aufklärung eine Art von Erlaubnis für die Ausräuberung Afrikas durch die Europäer. Und das ist nicht gut genug. Wir brauchen eine neue Aufklärung, die erstens sich in dieser Frage Klima und was es so alles gibt, deutlicher wird. Und zweitens, die mehr Gerechtigkeit auf der Erde zwischen den Völkern herstellt. Aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Ich will stattdessen ein bisschen daran arbeiten, was gemacht werden kann. Was Christoph völlig richtig gesagt hat, geht ja in der Hauptsache daran, was wir als Einzelmenschen oder als Familien oder als Ort oder irgendetwas besser machen können. Sehr einverstanden. Aber ich bin eben nicht nur ein bisschen Physiker und Biologe, sondern auch ein bisschen Politiker. Mir war klar, solange Kohle verbrennen oder Atomenergie spottbillig ist im Vergleich zu allem anderen, haben wir keine Chance. Wir brauchen in der Politik ein Instrument, das dazu führt, dass das, was wir um der Atmosphäre willen, um der künftigen Generation willen und so weiter, billiger wird als die Sorte von Wachstum, die in Wirklichkeit Zerstörung ist. Das waren ja diese 8 kleinen Bilder. Und dazu habe ich, als ich im Deutschen Bundestag war, den Vorschlag gemacht, wir brauchen eine ökologische Preispolitik, dass es in kleinen, sanften Schritten von Jahr zu Jahr immer teurer wird, Energie aus Holz, aus Kohle, aus Gas, aus Öl und aus Atom herzustellen. Stattdessen Sonnenenergie wird eben nicht bestraft. Das habe ich vorgeschlagen. Bin mit dem damaligen Finanzminister, das war Oscar Lafontaine, zusammengekommen und gesagt, das brauchen wir jetzt doch. Wie wäre das? Dann sagt er, naja, also wenn wir Energie teurer machen, dann verlassen uns Sozialdemokraten alle unsere Wähler. Das will niemand haben. Und dann haben wir noch so ein bisschen miteinander geredet. Und dann kam er mit einer genialen Idee. Er sagte, das Geld, was reinfließt, verwenden wir zur Senkung der Lohnnebenkosten. Also Rentenversicherungen, was es so alles gibt. Was hältst du davon? Das sagte ich sofort. Großartig, tolle Idee. Das ist dann gemacht worden, beschlossen worden, die ökologische Steuerreform. Und dann hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ein paar Jahre später ausgerechnet, dass die ökologische Steuerreform dazu geführt hat, wegen der Verbilligung der Lohnnebenkosten, dass auf einmal in Deutschland 300.000 Arbeitsplätze gesichert oder neu geschaffen worden sind. Das heißt also, Deutschland ist reicher geworden durch eine Sorte von Politik, die ökologisch motiviert war. Und das ist auch was, was unsere Zuschauenden im Chat tatsächlich bewegt, nämlich die globale Perspektive und auch die Frage der Gerechtigkeit. Also eben nicht aus einer Warte des Elfenbeinturms oder der privilegierten Reichen zu sagen, ja, so und so müssten wir es machen, sondern zu überlegen, wie kann es gerecht passieren und wie können wir dadurch auch diesen Geist, auch einer gewissen Solidarität, die wir auch in Europa haben, wieder wecken. Möchtest du dazu vielleicht noch was ergänzen? Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass, Politik
über die Ernste dankenswerterweise gesprochen hat und wo er auch auf die wirklich großen Verdienste, die die Politik schon teilweise um sich erworben hat, aufmerksam gemacht hat, dass Politik ja immer auch, die findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern die ist ja irgendwie kontextualisiert. Die Politik kann auch immer nur mit dem arbeiten, was eben auch an Energie in einer Gesellschaft gerade vorhanden ist. Nicht? Die Frage, die mich interessiert, ist, wie können wir das Energielevel, also auch dieses geistige Energielevel innerhalb der Gesellschaft steigern und wie können wir dadurch Rahmenbedingungen schaffen, die es denn auch der Politik möglich macht, leichter macht, wirklich die Maßnahmen zu ergreifen, die ergriffen werden müssen. Ich sehe es jetzt gerade mit Sorge eben, dass wir im Augenblick uns in einer Situation befinden, in der diese Energie oft nicht zu spüren ist. Also ich habe gerade jetzt gestern noch in den Nachrichten gelesen, jetzt hat halt die Europäische Union quasi massiv zurückgerudert im Blick auf die Naturschutzauflagen in der Landwirtschaft, wo ich mir auch denke, meine Güte, ja, sind wir jetzt wieder an dem Punkt, wo eben letzten Endes die Profiterwartungen von einem bestimmten ökonomischen Zweig wichtiger gewertet werden müssen als die Bedürfnisse der Natur. Ja? Das Argument ist ja oft die Wettbewerbsfähigkeit. Ne? Also auch im Chat wird gerade geschrieben, Mensch, uns wandern die Unternehmen ab, aktuelles Beispiel Miele. Also immer die Frage, ja schön, wenn wir die Lieferkettengesetze verabschieden, wenn wir irgendwie grünes Wachstum versuchen zu fördern. Aber wenn das auf Kosten der Wettbewerbsfähigkeit unserer Standortunternehmen geht, dann bitte nicht. Ja, ich glaube, das Problem ist, wenn wir in diesem in dem ökonomischen Mindset gefangen bleiben, dann wird es extrem schwer, Lösungswege zu finden, die konsensfähig sind, die demokratisch legitimierbar sind und die vor allen Dingen in der Kürze der uns noch bleibenden Zeit erfolgversprechend gegangen werden können. Deswegen, ja, natürlich, wir brauchen Politik. Alle Maßnahmen müssen auch mit politisch legitimer Macht unterfüttert werden. Aber wir werden einen Politikwechsel, den wir, glaube ich, brauchen, eben auch diesen Wechsel in dem Mindset der Menschen nur dann hinbekommen, wenn wir eben den Mut aufbringen, auch mal diese andere Dimension zu adressieren, um die es mir jetzt heute Mittag gegangen ist, nämlich diese geistige Dimension. Wir haben ja vorhin kurz über die Renaissance gesprochen. Was mich an der Renaissance so fasziniert, ist, dass wir hier wirklich ein historisches Beispiel haben, wo sich innerhalb von sehr kurzer Zeit, ausgehend von einem sehr kleinen Kreis von Menschen, wirklich mit einer rasanten Geschwindigkeit über das ganze damalige Europa eine neue Denkweise, wirklich eine neue Vision ausgebreitet hat, die alle Bereiche des Lebens betroffen hat. Die Ökonomie, die Politik, die Wissenschaft, die Religion, sämtliche Bereiche des Lebens wurden einmal neu konfiguriert. Und ich glaube, das ist heute immer noch möglich. Und ich denke, natürlich müssen wir politisch arbeiten, aber es muss auch Menschen geben wie uns, die versuchen, wirklich an dieser geistigen Matrix, auf diese geistige Matrix Einfluss zu nehmen. Nicht, weil wir irgendwie aus dem Elfenbeinturm kommen oder meinen, als Europäer jetzt wieder die Welt zum Guten verändern zu müssen. Nein, weil wir uns einfach in der Verantwortung sehen, weil wir es nicht mehr mit ansehen können, was da draußen passiert, müssen wir einfach die Ärmel hochkrempeln und uns diesen Fragen, die so selten traktiert werden, wie können wir unser Denken dahingehend verändern, dass die Welt wirklich anders wird? Diesen Fragen müssen wir uns widmen. Und ich glaube, da geht es um universale Themen, wo man auch jetzt nicht Kontinente oder Kulturen oder Völker gegeneinander ausspielen kann. Ich glaube, hier ist einfach die gesamte Menschheitsfamilie gefragt. Und naja, irgendeiner muss den Anfang machen. Und auch natürlich Richtung Abschluss. Ernst, möchtest du vielleicht einfach uns einen Gedanken noch mitgeben, den wir aus diesem Lunch and Learn auf jeden Fall in die hoffentlich positive Zukunft tragen können? Ich bin in der Tat an einigen Stellen, genau wie Christoph, sehr traurig darüber, dass die heutige Sorte von Landwirtschaft mit sehr vielen chemischen Giften auch im Boden arbeitet und dass die naturschutzzwingenden Aussagen, die man für die EU-Kommission und das Europäische Parlament eingebracht hat, nun plötzlich durch das Traktorenrennen der Landwirtschaft auf einmal alles wieder zusammengeschmissen wird. Das ist Politik vom Schlechteren. Ich bin sehr dafür, gute Politik zu machen. Natürlich auch so, dass die Landwirtschaft floriert. Aber doch bitte nicht mit wahnsinnig viel Gift. Als ich Präsident, sogenannter Gründungspräsident der Universität Kassel war und in Witzenhausen bei Kassel, gab es Landwirtschaft. Und dort haben wir
erste Professur für ökologische Landwirtschaft eingerichtet. Inzwischen haben die 10 Professuren und da kommen also die Leute aus Portugal oder aus Philippinen oder sonst wo nach Witzenhausen, um die richtige Landwirtschaft zu lernen. Und dabei ist man besser in Bezug auf Natur und in Bezug auf gute Lebensmittel. Wunderbar. Vielen Dank, Ernst. Ich glaube, das ist wirklich diese Frage. Wo können wir die guten Beispiele lernen, die es heute schon für ein lebenswertes Morgen gibt? Und wie können wir uns damit gegenseitig inspirieren? Vielen Dank fürs Mitdiskutieren, Christoph Quarch, Ernst Ulrich von Weizsäcker und auch an Sie im Chat. Wir sind noch nicht am Ende. Wir möchten nämlich jetzt von Ihnen wissen, was haben Sie aus dem heutigen Tag mitgenommen? Schnappen Sie sich bitte einmal nochmal Slido. Und das ist ehrlich gesagt einer der spannendsten Punkte in den Lunch und Learns, wenn wir sehen, heute hatten wir über 200 Teilnehmende hier, die zugeschaut haben. Was ist es denn, was an Inspiration, an Geist und Begeisterung hängen bleibt? Und deswegen, ja, die Frage über slido.com, #TKB oder wenn Sie einfach nochmal abscannen, den Slido-Code, was nehmen Sie aus dem heutigen Lunch und Learn mit? Und ja, es ist ganz spannend. Wir hatten auch schon einige Punkte im Chat, die wir gesehen haben, wo gesagt wurde, ja, es braucht eine neue Renaissance. Wir müssen da neu drüber nachdenken. Aber auch die Frage, ja komm, wie kriegen wir eigentlich die Kids auch mal weg vom Bildschirm? Wie können wir echte Naturerfahrungen wiederherstellen? Also sowohl von uns Städtern, Städterinnen oder viele, die eben ja in ihrer Blase sind oder einfach ganz viel vor dem Bildschirm hängen. Wo kommt da die Begeisterung für die Natur her, wenn ich gar nicht genug sie erspüren und erfüllen kann? Ja, Selbstwirksamkeit und einfach machen sind auch wichtige Punkte. Und ja, die politische Ebene, also wo kann ich mich selber einsetzen? Und die geistige Ebene, wie kann ich ein neues Mindset mit hervorbringen? Und das muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein, sondern es braucht letztendlich beides. Politik muss sich ändern, es braucht uns alle, haben Sie geantwortet. Das Umdenken ist scheinbar noch ganz am Anfang. Und den starken Ausdruck, Begeisterung ist Transformationskraft. Und die können wir auch in die Welt hinaustragen. Ja, Vorreiter, jetzt kommen hier ganz paar wunderbare Antworten. Begeisterung erneuern und damit auch politischen Einfluss ausüben. Ja, und dieser politische Einfluss, den haben wir alle dieses Jahr. Und können wir für uns nutzen. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Sie, an den Christoph Quarch, den Ernst Ulrich von Weizsäcker für Ihre Impulse, für Ihre Gedanken, das Engagement und die Begeisterung. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg und Selbstwirksamkeit dabei, das weiterzutragen.